Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir müssen erneut durch die Höhle, glaube ich. Am Fuße des Berges, genau. Weil wir, genau hier unten hatten wir ja einen schweren Gegner, gegen den wir leider verkackt haben. Also müssen wir jetzt hier erneut durch. Ich hoffe, mein Audio ist halbwegs passend. Und damit haben wir es hierher geschafft. Machen hier Forschung, aber zwischen Wutanvolk und Spangern ist Kampf ausgebrochen. Die Lage erfordert rasches Eingreifen. Ja, das stimmt. Große Bitte. Beides verkloppen. Oh, das gibt gut was. Stachelschutz, Frostschutz, Lähmungsresistenz. Die nehme ich sehr, sehr gerne an. So, hast du Bücher im Angebot? Ja. Eier machen und voller Color. Ah, okay, wurde bereits gelesen, deswegen ist der Stern dran. Gut zu wissen. Das heißt, wir waren hier doch dann schon. Na egal. Wir machen das automatische Laufen an. Okay, automatisches Laufen an hinten ist schwierig. Ah ne, wir sind hier über den Geysir nach oben gesprungen. Stimmt ja. Warte, ich weiß hier jetzt bin. Den rein. Okay, let's get going. Let us remain vigilant. Schwertaxt brutal. Ich muss dich platt machen. I don't want anyone dying out there. Display no mercy. Take me lightly at your peril. Give me what you've got, Melia. We can definitely win. Our wind is one. Ether is flowing through me. I'm really feeling it. Sure, that's good. Now, dinosaur power. Copy. Take me lightly. My wife is getting the power of the Monado. Ah, wait, hold on. I'm really feeling it. You never stood a chance. Okay, let's get going, but we cannot be reckless. Da könnte ich irgendwo hin, keine Ahnung. Oder warum läuft ich da lang irgendwas dort hin? Die richtige Quest ist auch noch ausgewählt.
Wir haben mal sogar ein Harmoniegespräch. Guck mal, was können. Ja, okay. Die beiden müssen sich fast lieben. Ja, und das Item brauchen wir. Eisbergsalat war ein normales Item. Kolonie 6. Könnten wir eigentlich auch nochmal zurück und ein bisschen weiter aufbauen, aber jetzt geht's um Schilks Geschichte. Und hier scheinen wir richtig zu sein. Das ist der Berg, zu dem wir müssen. Der Siegelturm. Die Harikt-Kapelle. Ruins. I wonder who built them. Elvis? This the place you meant? Hmm. It appears to have frozen over while I have been away. Been away? Pay me no mind. Tja, wer den zweiten Teil kennt, weiß, wer hier jetzt helfen könnte, aber naja, kommt halt erst danach. We will need to do something about the ice before we can enter. Throw hot water on ice! Yeah, nice one, genius. Precisely. There should be a geyser nearby. In the cave next to it, we will find a stone called Magma Rock. And we can use this rock to melt the ice. I believe so. So, shall we head to the cave? Sounds good. Start looking for a geyser, everyone. Ein Geyser, der alte Geyser. Erstmal schauen wir uns hier ein bisschen um. Ich frag mich nur, was jetzt noch nervig war. Oh, von Aska. Was auch bald rauskommt. Ah, Aska hat jetzt ein Reddit. Kann ich auch schon mal sagen, Aska wird am 20. Juni in Early Access gehen. Und ja, ich habe schon angefragt, ob ich einen Early Access Key bekomme. Der Closed Beta, an der ich teilgenommen habe, durfte ich leider nicht aufnehmen, sonst hätte ich das gemacht. Aber das Schöne ist, ich zähle zu den Viking Veterans. Das Schöne daran ist, dass ich... Also, dass halt alle sehen, ja, der hat schon bei einer Beta mitgemacht. So, mehr gibt es hier nicht. Dann schaue ich mal auf die Karte. Ja, okay, zu dem Geysir. Na, aber dann kann ich nicht schnell reisen. Krieg ich jetzt Schluck auf? So, gleich mal was getrunken. Weiter geht's.
Müssen wir wieder da hochlaufen. Und ja, die Laufwege. Noch schlimmer sind diese ganzen Quests wie bei irgendwelchen großen MMOs. World of Warcraft, wie hieß es? Black Desert Online und anderen Open World MMOs. Ja, geh mal zu dem Chef des anderen Volkes und hole mir da was. Ja, der hat das nicht. Geh mal ans andere Ende des Kontinents, du hast meine Berechtigung, das Zeug dort zu holen. Kommst du dahin? Ja, wurde von Dieben geklaut, die kommen aber aus dem dritten Teil der Welt. Oder wenn man sowas wie Fallout und Skyrim spielt. Wegwerfen, alles nehmen. Und hier will ich mal schätzen. Der Kampf könnte knifflig werden. Dann nehme ich mal lieber anstatt einen Schmetterschlag für den Zauber. Ausrüstung. Hier habe ich leider nichts, aber hier habe ich jetzt die Kettenrüstung. Sofort Todresistenz. Thermalrüstung für Entdecker in der schneebedeckten Höhen. Das habe ich jetzt nicht so viel besser. Und dafür, dass wir 22 Ätherabwehr verlieren. Was aber egal sein kann, weil wir die Sofort-Todresistenz haben. So, wie sieht's bei Melia aus? Du kannst mal EP gewinnen nicht. Ich hätte gerne sowas wie Buffstärke. Oder? Ach nee, das hat sie schon dran. Schala ist auch gut ausgerüstet.
Hier würde die Rüstung ganz gut kommen. Kurz ein bisschen was an der Ausrüstung geändert und weiter geht's. Ja, ich kann Bock haben, gegen die anderen Viecher da zu kämpfen. Schleichen wir uns mal dran vorbei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier im Inneren eines Vulkans sind. Natürlich greifst du jetzt an. Okay, der macht auch gleich mit. Dann können wir auch hier alle in die Kampf ziehen. Da lauf ein und kann Melia hier den. Schade, hier ist gerade nicht so gut, dann gehen wir mal. Der kriegt einen drauf. Ah, falsche Richtung. So. Hoffen und dann sind wir alle wieder frei. Und hier ist noch eine Kiste. Hier gibt es nochmal Kristalle zum Abbauen. Und eigentlich müsste ich auch nochmal mit. Juwelenschmieden weitermachen. Das war einfach mal ein paar Juwelen. Okay, let's get going. Let us hurry onwards. Wir haben jetzt ewig nichts mehr gemacht. Hier Stufe 4 und 5 haben wir noch nicht, aber hier Stufe 3 haben wir schon einiges. Haben wir 5 Seiten schon. Teilweise sogar Zylinder. Ja, wenn ich den nehme. Sie hat blaue Flamme. Nachfeuern 10 bis 15. I've got it. I am all over that. To me. All righty. Finished. Das lief doch schon mal ganz gut.
nicht, ob meine... Okay, das sind eher was bei höheren Schwierigkeiten, die ganzen... Ah, warte. Anfangen und los geht's. 10 Minuten, um das Ding zu ziehen. Ja, ich bin dabei. Ich auch nicht. Wir haben den Magma-Stein. Schneebrühe. Das schaue ich doch gleich nochmal nach. Ah, wäre ein physischer Abwehr schlechter. Friedlich. Kriegt sie das? Ich hätte ja gerne mal einen neuen Kopfschutz. Dann werden dann die Gieße so gar nicht ausgerüstet. Aber diesmal können wir ja... Dort schon zurückreisen. Mission erfüllt. The letters are worn and difficult to make out, but it's definitely the language of the High Entia. They look just like the lettering on Prison Island. If only we could. Just walk inside. Wenn wir doch nur einfach reingehen könnten. Ja. Anscheinend können wir das. This place. Something up, Shulk? No, it's just... I feel like I know this place. Deja vu. I'm not sure, but... Er war schon einmal dort. Das Podest, was wir gerade gesehen haben, ist das, in welchem das Monado stand.
I thought I had it. I can't seem to recall. Jo, kriegen wir nochmal einen Boost? Are you alright? What? Must be tired. Don't worry. This is Osse Tower. Built by the High Entia to house and protect the Monado. The ceremony of seers was conducted here. It is also where the Homs found the Monado. Wait, you mean... So this is where the Monado was kept. My dad took it from here. Have you always been able to see the future? You told me you were from a long line of seers. Did you have the ability from birth? Once, I too came into contact with the Monado. Those that are to be seers must touch the Monado. And a chosen few receive our power. So wie Shulk. Er hat das Monado berührt und die Gabe der Zukunftssicht erhalten. That is the ceremony of my family. And the ceremony was held right here. Shulk, why do you think we can see the future? I hadn't really thought about it. After I grabbed the Monado, I just saw things. Your visions are the flow of ether itself. Ether is the very source of our world's existence. Where and how much ether there exists now and in the future can be predicted. Und da jeder von Äther durchströmt wird, kann man sehen, wohin dieser jemand geht, wenn man sieht, wie der Äther fließt. Therefore, in principle, the future of living beings such as us can also be predicted. And there is one thing that makes possible the visualization of those predictions. You mean the Monado? The Monado can disrupt the ether. Allowing you to release certain powers, which means... My visions, under the same principle, are there to disrupt the future. With no one to control the outcome, the future will never change. But what if someone were to disrupt the future? What then? The future would be changed. Is that how Zanza planned to defeat the Mekonis? But why go to such lengths? What happened all those years ago? Did you think it was just a myth? I used to only believe in what I could see. My home, my friends, the Monado itself. I knew those things were real. But when you took the Monado in your hand, you gained the ability to see that which was not meant to be seen. Are you saying I should stop? You are a fluctuation. As a fluctuation, you exist outside the results of your predictions. The more you accept this existence, the more malleable the world becomes. Ja, wir sind nur ein Werkzeug der Zukunftsformung. In fact, you have no choice but to accept it. Good morning. Did we sleep well? Nein, noch nicht, denn die Folge ist vorbei und das bedeutet, dass wir uns danach zur Ruhe legen. Okay, die Folge kommt 16 Uhr, also direkt danach wird nicht geschlafen, aber trotzdem steht jetzt eine Pause an,
ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir machen an genau der Stelle morgen 16 Uhr wieder weiter. Und bis dahin, tschüss.